Glückwunsch zu dem tollen Tor, aber ich denke, die Freude darüber hält sich bei dir aufgrund des Ergebnisses etwas in Grenzen. Ist das richtig? Ja, absolut. Die Enttäuschung überwiegt natürlich. Wir wollten das Spiel gewinnen, wollten 3 Punkte und uns ist das nicht gelungen. Deswegen sind wir jetzt enttäuscht. Ich glaube, wir waren gut im Spiel. Viele Torchancen uns erarbeitet. Wir müssen es 2-0 machen. Wir kommen dann, wie gesagt, durch den Gewinnfehler den Ausgleich. Und danach war unser Spiel dann schlecht. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr den Ball gespielt wie in der ersten Halbzeit. Und ja, wenig Torchancen rausgespielt oder rausgearbeitet. Und deswegen sind wir Spiel im Spiel aus. Wieder war es ein individueller Fehler, der dazu geführt hat. Wie kann man sowas abstellen und was muss man da machen? Ja, wir haben viel geredet, auch nach der Hinrunde. Wir haben ein paar Fehler gemacht, solcher Art. Ja, es ist natürlich ärgerlich, sowas darf nicht passieren, aber es passiert. Es hilft alles nichts, wir müssen nach vorne schauen, nächstes Spiel analysieren.